meine fünf besten Strategien, wie ich meine Facebook-Gruppe gefüllt habe. Ich bin Amata Bayerl, Freedom Business Mentorin und zeige vor allem werteorientierten Unternehmerinnen. Jetzt brauche ich doch die Sonnenbrille. Ja, wie sie mehr Fülle und Umsatz generieren. Und heute möchte ich mit euch die Punkte teilen, wie habe ich aufgebaut, eine Gruppe über 1000 Teilnehmerinnen und was kannst davon vielleicht auch du für dich anwenden. Das erste, was ich gemacht habe, war wirklich, ich habe bis zu 1000 meine Gruppe organisch aufgebaut. Ich habe persönlich eingeladen, das heißt, ich habe tatsächlich jede meiner Freundschaften und auf meiner Freundschaftsliste persönlich angesprochen, angeschrieben, eingeladen. Also wirklich eine persönliche Einladung. Und ich glaube, das war der Hauptgrund für den ersten, ja, wie soll ich sagen, schnellen Wachstum in der Gruppe. Dass ich persönlich informiert habe über das, was ich in der Gruppe mache und gefragt habe, ob es vielleicht für Sie, für ihn interessant ist oder wen Sie kennt. Also diese Frage nach der Empfehlung ist ja immer so eine wichtige, wertvolle Frage, weil nicht immer ist es ja für denjenigen das Richtige. Aber wichtig war mir im ersten Step das Persönliche. Das Zweite, ich poste immer wieder mal in unregelmäßigen Abständen davon, was es in meiner Gruppe gibt, dass es meine Gruppe gibt. Also natürlich erstmal, dass es die Gruppe gibt, klar. Und auch, ich bin ja jede Woche live in der Gruppe. Das bedeutet, ich mache auch immer wieder Posts auf meiner Fanpage, auf meinem Profil, was es denn für Themen gibt in der Gruppe. Also das Posten ist so ein Punkt, den ich einfach mit einsetze und der mir auch schon sehr, sehr viele neue Mitglieder gebracht hat. Ich habe wunderbare Mitglieder in meiner Gruppe, also es ist echt eine Freude, da dabei zu sein. Das Dritte ist, ich gehe natürlich live. Und zwar live zu unterschiedlichsten Themen und erwähne da auch immer mal die Gruppe, beziehungsweise live auch im Podcast, live in Kongressen, live mit anderen, sodass hier auch ein Netzwerk entsteht, wo auch immer wieder aufmerksam gemacht wird auf diese Gruppe Finanzielle Freiheit für Powerfrauen. Und das Vierte, was ich nutze, ist wirklich in Gruppen selber zu gehen, die auf das ausgerichtet sind, also die wirklich, ich sage jetzt mal, Netzwerkgruppen sind, die Marketinggruppen sind, die auch einladen, dass man sich selber sein Produkt, seine Dienstleistung vorstellt. Hier ist schon wichtig, dass man nicht irgend in eine Gruppe reingeht und einfach nur sein Angebot verkauft, sondern tatsächlich schaut, ist es in dieser Gruppe gewünscht und sind auch meine Zielkunden, meine Wunschkunden überhaupt in dieser Gruppe vertreten. Und dann geht es auch hier darum, wenn ich in Gruppen meines poste, dass ich nicht nur meinen Link hier reinposte, sondern tatsächlich auch die Gruppen der anderen anschaue, like, kommentiere. Das ist Arbeit definitiv. Das ist Arbeit, die Spaß macht und Arbeit, die sich lohnt. Und die fünfte Methode, die ich für mich anwende, erst seit ganz kurzem, ist auch der Bereich Anzeige. Die Anzeigen in Facebook sind ja relativ günstig, ganz im Vergleich zu allem möglichen anderen, was ich sage jetzt mal offline betrifft, ja, in allen Printmedien. Wir haben hier Anzeigen kosten manche von 30 Cent, 1 Euro, je nach Thema. Wenn man im Businessbereich unterwegs ist, ist es oftmals mehr. Da bewegt sich das Ganze zwischen 5 und 9 Euro, da geht es schon ziemlich nach oben. Allerdings durchaus etwas, das man sich anschauen darf und sollte. Ich mache hier gerade erst meine ersten Erfahrungen, werde ich euch gerne davon berichten. Und ich werde vor allem auch Anzeigen nicht nur in Facebook machen, sondern vor allem auch YouTube nutzen. Da stelle ich euch auch gerne in Kontakt mit dem Stefan, der ist nämlich hier ja, der Vorreiter schlechthin, berät ja, ganz große Unternehmen und Firmen in diesem Bereich, weil wir hier nochmal in die Tiefe gehen. Also, weißt du, Facebook ist genial, wenn du deine Zielgruppe wenn du deine Zielgruppe
Mensch. Und dann wird es denen ausgespielt. YouTube ist ganz anders, Google ist ganz anders, weil da suchen die Menschen nach dem, was du anbietest. Das heißt, da gehen die Menschen auf die Suche nach dir. Also hier gerne auch den Kontakt zu Corinna, zu Frank, zu Stefan. Da habe ich tolle Leute an der Hand, wenn es darum geht, um YouTube und Google. Halte ich euch gerne auch auf dem Laufenden. Aber das sind so die 5 besten Strategien, die ich bisher verwendet habe, um meine Gruppe auf über 1000 Mitglieder aufzubauen. Und ich werde das bisschen in Hintergrund und wie ich es genau mache, auch in meinem kostenfreien Workshop Erfolgreich und Frei, der jetzt am 19. startet, machen. Melde dich gerne dazu an, zu diesem Workshop. Und wenn du mehr wissen willst, frag gerne nach. Schreib mir aber auch gerne auch in die Kommentare, was nutzt du am allerliebsten? Was ist so deines? Ist es das persönliche Einladen? Ist es das Live, das Posten, die Anzeigen? Was sind deine Erfahrungen damit? Und wenn du für dich findest, das Video heute, da waren gute Impulse dabei, dann teile es gerne mit deinen Freunden, gib mir ein Like. Ich wünsche dir jedenfalls einen traumhaft schönen Tag, ein glückliches, erfülltes und natürlich auch finanziell freies Leben. Deine Amata aus Sizilien.